Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem weiteren Video auf den geilen Groms. Heute mal wieder ein schönes Dual-Vlog-Video, Alter, mit Aniu. Hallo! Oh, pass auf, hier ist nass. So, wir sind unterwegs auf den Groms von Medis, haben die uns ausgeliehen und stibitzt, weil wir dachten, wie witzig wäre das mal, wenn wir zu zweit mit den Dingern fahren. Das haben wir noch nie gemacht. Du bist vor allem auch so ein Ding noch nie gefahren, oder? Nee, ich bin so ein Ding noch nicht gefahren. Ich war mal mit Laura unterwegs, das weiß ich noch. Da sind wir auch durch die Stadt gefahren, aber das war so eine Mini-125er. Das war keine Groms, das war eine Monkey. Ja, und das Ding hat so Spaß gemacht. Das sah richtig witzig aus, als wäre erlaubt ist es ja gefahren. Und ich bin ja die SMCR gefahren, das sah so aus, als wäre mein Kind und würde so nebenbei herfahren und so. Das war so geil. Ja, die Honda Monkey ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber die du siehst so witzig aus von hinten, weil du so riesig bist. Ich hoffe, auf der Kamera sieht man auch so ein bisschen den Lenker oder so, weil bei mir ist echt, ich sitze wirklich wie ein Affe auf dem Schleifstein. Vor allem auch mit deine Sachen passen auch irgendwie voll gut dazu. Diese Lederjacke und dann deine Motorradjeans und so. Ja, kannst mal sehen. Du hast schon gesagt, roter Helm. Ich habe den roten Helm zu der Karre an. Das ist echt richtig witzig. Aber das, ich merke immer wieder, wie solche Dinger so perfekt in der Stadt sind. Klar, wir haben es jetzt relativ kalt, so, aber stell vor im Sommer und damit fährt man dann zusammen irgendwie ins Kino oder an ja, oder mal in die Stadt oder was. Vor allem, du kannst halt überall parken, ne? Das ist so geil. Du kannst halt dich einfach überall hinstellen. Stell mal vor, wir würden jetzt da in das Restaurant gehen wollen, aber wären mit dem Auto. Digga, du kannst, hier ist kein Parkplatz. Das Ding stellst du einfach vor die Tür. Ich finde die richtig geil irgendwie. Die machen richtig Spaß. Ich komme richtig gut runter und so. Die sind echt Manche Stunts mit diesem Teil, ne? Ja. Es gibt richtig ein richtiges, geil. In Amerika ist so eine richtige Szene, Grom Squad Stunting Scene. Oh. Ja, das ist auch richtig witzig. Aber weil die so einen kurzen Radstand haben, kippen die so schnell. Ich habe ja schon mal ein bisschen versucht damit zu wheelen. Echt? Du musst erster Gang und dann wirklich, also zweiter Gang geht zur Not auch noch, aber du musst richtig reißen und richtig mit dem Körper arbeiten, damit die hochkommt. Du musst direkt an den Kipppunkt hauen, weil du halt nicht so ein krasses Drehzahlband hast. Wie ist eine Hinterradbremse, nicht so, oder? Du wirst jetzt bei der Geschwindigkeit eh nicht wheelen können, keine Sorge. Nee. Du musst quasi aus dem Stand musst es machen. Das ist ja immer noch eine 125er. Du kennst das doch von deiner WR, das ist so ähnlich. Ich muss da wirklich reißen. Erster Gang und dann Vollgas. Was ist denn hier? Warum ist denn so langsam? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, weil du immer so viel redest. Warte mal. Ach, verdammt. Gebe jetzt hier mal Vollgas. Ja. Huch, ich habe gehupt, ich wollte eigentlich blinken. Das ist richtig geil, wirklich zum Üben auch so ein bisschen, weil wenn man so richtig gut runterkommt, man kann halt vieles mit dem Fuß wieder abfangen und so. So bestimmt auf dem Circle Release kann man so. So, fahr mal zu jetzt und dann nach links irgendwo rein. Oh, jo. Wo ist der Blinker? Ja, guck mal, ich bin so klein. Geisteskrank, das war richtig, richtig wild. Wild. Ich dachte, du fährst hier hinter dem Mercedes. Du bist Nein, ja richtig. Aber so viel. Oh, es ist gelb! So eine Scheiße. Warum habe ich Gas gegeben? Ich hätte auch einfach warten können. Wo lang? Bleib einfach stehen. Los, wollen wir den überholen? Nein, schaffen wir nicht mehr. Schaffen wir nicht mehr. Jetzt drehst du hier völlig am Rad, Annika. Ganz ruhig. Kaum sitzt sie auf der 125er, dreht sie richtig rum. Boah, das ist so geil, diese Federung. Mensch, Annika. Wo sehe ich, der bremst? Ich sehe es doch. Ich mache mir doch gleich wieder Sorgen um dich. Na gut, dass du wieder ein bisschen wild aber wirst. Gefährlich, der sieht uns aber echt nicht. Nee, der sieht uns nicht. Wenn er jetzt rückwärts einparken wollen würde, würde der uns einfach umfahren. Servus. Boah. Guck mal, der hat uns auch kaum gesehen, aber in letzter Sekunde hat er noch genickt. Hat er das oder hat er sich erschrocken? Nee, erschrocken? Also shit, das ist die Grom-Gang. Boah, die haben auch einen schwarzen Motorblock. Ja, das ist richtig Alter. Geil. Hä? Das würde ich mir mal bei der KTM wünschen. Boah, da war ein kleiner Hüpfer. Ja, das wäre richtig geil. Lustiger Fun Fact, Justin Bieber hat das bei seiner EXC gemacht. Nee, ne? der hat ja nicht eine Suzuki. Nope. Der hat eine EXC 500 und einen Motorblock schwarz gemacht. Vielleicht hat er auch eine Suzuki, aber ich habe halt mal auf Instagram den Post gesehen von dem EXC Motor. Das sieht man aber auch nichts mehr, oder? Jetzt guck dir das an, Motorrad.
Wow, okay, krank. Aber da sieht man auch nichts mehr von dem und das Motorrad. Ja, hä, weil es Justin Bieber ist. Der hat andere Sachen zu tun, als Motorrad zu fahren. Ja, er hätte mich schon interessiert jetzt noch, wenn das Moped fertig ist. Klar, so, was er macht. Klar, mich ja auch. Aber ich glaube, 99% seiner Follower juckt das gar nicht. Komm, fahr mal an mir vorbei, dann kann ich dich ein bisschen sehen. Das ist, du siehst nämlich auch echt witzig aus. Bei dir sieht es aus wie ein normales Motorrad. Als würde das so sich gehören. Guck mal, so ist es bestimmt richtig witzig. Ja, du sitzt sehr gerade und irgendwie weit hinten. Warum sitzt du denn so weit hinten? Weiß nicht. Weiß nicht. Die macht schon echt, also die macht richtig Spaß. Na, ich finde auch, die ist wendig, die ist lustig und vor allem, gerade auch für die Stadt ist das echt genug Power, ne? Also so eine 125er, mehr brauchst du auch gar nicht in der Stadt. Boah. Lass mal hier rechts. Ich immer wenn ich blinken will, hupe ich. Das ist irgendwie die nicht Hupe so ist aber auch gigantisch groß. Ja, die ist einfach immer im Weg. Die ist richtig groß. Da kannst du ja nur hupen. Leute denken, ich hupe die ganze Zeit an. Ich will immer nur angeben, wo ich lang fahre. Das war mit Absicht. Weg da, Verlierer. Langsam. Rechts oder was? Ja. Das ist halt so ein richtiges Faxenmotorrad, ne? Damit kannst du richtig Faxen machen. Ja. Ist echt witzig. Lustig wäre auch, stell mal vor, wir hätten 4 oder 5 Stück und dann wäre noch Mattis und David und so, dann jeder auf seine. David auf Neon Gelb. Richtig gelb wäre es dann. Ja. Oh, jeder hat so auch mit seinem eigenen Dekor und so, wäre schon witzig. Das wäre echt witzig. Und dann alle zusammen in den Park fahren oder so. Ja. Oder ans Wasser, an den Elbstrand. Mensch, das ist ein Feini, der Mops. Guck mal, das fixiert. Mensch, Feini. Der passt gut auf sein Herrchen, was er darf und was er nicht darf. Oh, der läuft noch einfach bei Rot. Das ist rot. Rot. Rot, junger Mann. Lebensgefährlich. Die haben keinen Respekt vor den kleinen Motorrädern. Merkt man gleich. Der läuft einfach. Der nimmt uns nicht ernst. Du siehst so witzig aus. Du siehst schon ein bisschen gefährlich aus. Du könntest auch irgendwie so, so eine britische Gangsterin sein. So ein Roller Motorraddiebin. Boah, guck mal hier, E63S. Boah. Der klingt noch richtig geil. Das ist der Foro-PF. Zur. Fast so gefährlich wie unsere Dinger. Okay, man hört nichts. Der ist wahrscheinlich um Komfort unterwegs oder so. Wenn du so ein Minibike hättest, was würdest du da verändern? Also auf jeden Fall sofort die Spiegel. Da würde ich so geile Lenkerendenspiegel machen. Dann diese Blinker, die sind astronomisch groß. Das ist also schrecklich. Der Bike ist alles riesig. Guck mal. Kennzeichenhalter. Guck mal, die Hupe, das Licht und so. Ich würde mir vielleicht sogar einen anderen Lenker drauf machen. Einen, der ein bisschen breiter ist. Dann hat man ein besseres Handling. Weißt du, das ist so ein komischer Lenker. Irgendwie. Und dann, weiß ich nicht, Sitzbank würde ich machen. Auspuff. Ich glaube, ich würde es so als Stuntbike. Und die Fußrastenanlage würde ich pulvern, weil die silber ist. Das passt überhaupt nicht. Alles ist schwarz, aber die Fußrastenanlage ist silber. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Stimmt. Ja, und dann, das war's eigentlich. Mehr würde ich nicht machen. Felgen pulvern und so. Dekor, heftiges. Ja, genau. Aber so ein Ding kannst du aber auch nicht auf böse und aggressiv machen. Wie so eine Super Duke. Das sieht immer niedlich aus trotzdem. Ja, das stimmt. Aber also ich finde auch, aber die alte sah auch ein bisschen aggressiver aus als die neue. Das ist ja die neue, die sieht so ein bisschen lieb aus. Also noch lieber. Mit der Lichtmaske und so. Ja, ist schon, ja. Ist schon süß, oder? Ja, ist schon süß. Wow. Da geht nichts mit dem Ding. Da geht nichts. Aber genug Power ist trotzdem da, guck mal, für Stadtspeed. Aber ich glaube, selbst auf der Landstraße wäre es mir schon zu wenig. Das ist halt nur eine 25er, ne? Ja. Genug Power. Ja, das ist halt geil, wenn man sich überlegt, das geht mit 16. Stell dir mal vor, du bist so in deiner Freundesgruppe mit 16, bist so fünf, oder einfach kleinwüchsig. 5, 6 Leute oder so. Okay, hä? Einfach kleinwüchsig, perfekt. Du bist zu 5, zu 6 oder so und dann hat jeder so einen Teil und ihr fahrt damit zur Schule oder so. So nice. Ich hab den gegrüßt. Der feiert es. Nee, ja, oder halt wirklich, es gibt so viele kleine Menschen, die mir ständig schreien wegen Körpergröße und nur noch von 20ern so. Ist doch geil, wenn du so ein Bike hast, was kleiner ist und geil ist und Spaß macht. Das war ja keine Beleidigung jetzt. Das ist so ein ganz normaler Begriff.
Aber ich glaube, kleinwüchsig ist schon Behinderung, oder? Ja. Also, du meinst kleinere Menschen einfach, oder was? Ja, aber kleinwüchsig ist doch das Fachwort mit. Für Behinderte? Kleinwüchsig, na, ja, aber ich habe doch kleinwüchsig gesagt, nicht behindert. Kleinwüchsig ist doch... Ist das keine Beleidigung? Ich weiß, nee, das nicht, auf jeden Fall nicht. Behindert ist ja auch nicht eine Beleidigung, also sollte keine Beleidigung sein. Ja. Was ist das Geilste, was du dir mit dem Bike vorstellen kannst, zu machen? Also wirklich ein Auto probieren mit so Movies und dann so. Ich würde hinten wirklich solche Stuntpacks dran machen. Ja, das gibt's auch viel. Und würde mich dann viel. So drauf stellen. Ja, ja. Wheelies ja, und ja, Wheelie genau. Und so. Aber dann brauchst du aber, dann brauchst du eine Left-Hand-Brake in dem Ding. Ja, voll geil. Das wäre echt hat man geil. Da Platz genug an dem kleinen Bike hier? Ja, safe. Siehst du es bei safe, mir? Ich sehe es nicht, weil nicht. Hinten an der Schwinge, da kriegst du noch eine zweite das, Bremse unter. Das wird aber richtig eng. Zeig mal, lass mal Seiten tauschen. Lass mich mal rechts. Das geht schon. Ja doch, das geht echt. Ja. Aber es wird echt, dann okay. Sieht man keine Bremse für mich, mehr. Für mich ist es das Beste irgendwie, wenn man zusammen in einem groben Squad unterwegs ist und dann irgendwie so an See fährt oder so, die ganzen Dinger hinstellt, jeder hat einen Rucksack dabei und so. Oha. Das ist Feeling. Du bist ja richtig alt geworden. Das ist geil. Okay. Nee, aber ich wollte nicht das Gleiche sagen wie du. Stunden ist natürlich auch geil. Hey, Gemeinheit. Nein, das ist auch schön, das ist ja Motorradfahren. Mal einen schönen Ort hinfahren. Ja, ich weiß schon schön. Genau, was du denkst. Also, und jetzt kommt das Zweite. Was ist das Schlimmste, was du dir mit dem Motorrad vorstellen kannst? Das Schlimmste? Ja. Boah, da muss ich... Was sag du mal? Vielleicht fällt mir das da Schlimmste, was ich mir auf dem Motorrad vorstellen kann, ist eine richtig lange Tour. So schön. Denkst du? 1000 Kilometer fahren. Hä, auf dem echt? Ding. Ich, ja. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, das ist richtig geil. Ja, also ich weiß noch, als ich mit meiner SMCR gefahren bin und mein Papa hatte die GS und wir sind 700 Kilometer über Landstraße gefahren, von Hamburg nach Stuttgart. Alter, war das schrecklich. Und der saß auf seiner GS so gemütlich und ich auf dem Einzylinder. Und wenn ich mir vorstelle, auf dem Ding, also 700, 800 Kilometer, gib doch mal Gas, hier ist doch nicht 30. Achso, Entschuldigung. Ich finde das richtig geil, weil ich glaube, der Sitz ist auch bequemer als die SMCR, glaube ich. Dann machen wir doch mal eine schöne Tour nach aber Norwegen. Weißt du? Ich auf einer schönen Super-Adventure. Ja, dann machen wir das halt. Und du auf einer Chrom. Ja. Weißt du, was du bis dann davor noch dran baust? So ein Riesenschild. So ein Winterpreis. Warum bist du immer langsamer? Achso, Entschuldigung. Hä? Ich bin so gewöhnt, weil ich fahre noch große Motorräder, da gibt man so leicht Gas und dann ist man schon bei 60. Ja, hier musst du richtig am Kabel reißen, Mindern. Ja. Boah. Aber was wäre für mich das Schlimmste? Ich glaube, ein Unfall. Wo fährst du hin? Naja, ich dachte, du bist vorne rechts oder nicht. Ach so. Ach, scheiße. Für mich wäre das Schlimmste, dich zu fahren. Nein, Was ist das denn jetzt? Das ist ja völlig unlogisch. So was meine ich natürlich nicht. Ja, nein, toll, das ist ja richtig doch. Unlogisch. Ja, das Schlimmste wäre, glaube ich, ein Unfall und sich die Beine zu brechen. Und du, sagst, so, ja, nur, und du sagst nur eine Tour. Eine Tour Unfall. Ist das Schlimmste, das meine ich ja nicht. Ich meine schon irgendwie was eigentlich normal nice ist auf dem Motorrad, nichts Schreckliches. Ja, das Schlimmste wäre schon, wenn die Welt untergeht, okay. Nein, aber ich glaube, weil die halt nicht klein ist, wenn du mit dem Ding einen Unfall baust, dann zieht sich ja komplett unter LKW oder so. Oh Gott, Alter, Annika, was ist ja, denn hier? Aber das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen jetzt mal kann rechts. Mit dem Ding. Ja, du hast die Frage nicht verstanden. Jetzt sag, dass ich recht habe. Ja, hast du natürlich, aber ja. Du hast die Frage nicht verstanden. Ich meine, was ja, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Es gibt halt nicht so viele Sachen, was man sich vorstellen kann, was schlimm ist beim Motorradfahren. Du hättest doch einfach sagen können, damit im Regen unterwegs zu sein oder so. Was ja, weiß ist auf jedem Motorrad schlimm. Es muss halt speziell auf die Größe und auf das alles abgestimmt sein. Ein Date vielleicht. Ein Date wäre auch schlimm. Schlimm? Das ja, ein bisschen oh, peinlich, das, ist, oder? Das ist richtig gut. Stell dir vor, man kommt an zu einem Date, ja, ich bin Motorradfahrer und du hast so eine Lederjacke, dicken Helm oder so, Alter, echt. Ja, wir können mal eine Tour zusammen drehen, dann fährst du zu ihr vor, klingelst, steigst aus und dann sagst du, ey Babe, komm, steig auf. Du bist so viel zu groß für dieses ja, Ding. Steig auf das Ding hier. Oh, scheiße. Mehr gibt es auf jeden Fall in dem Video nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen wie mein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Peace. Peace und haut rein, ihr Landratten. Pau, 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 pau.